Nee, warte mal. Ja, ist ja gut. Schön gut, Mutti. Ist doch zufällig? Au. Stirb. Ist das doch zufällig? Dann muss ich nochmal in den anderen Teleporter reinlatschen hier. Hier. Genau. Also, man bleibt anscheinend auf der Ebene. Das Vieh muss nochmal hier mitkommen. Verbannen. Neues Vieh. Ich hätte zwei Fernkämpfe machen sollen, aber gut. Wenn ich mich jetzt hier bewege. Okay. Interessant. Okay. Es war noch gesperrt. Ist ja gut. Aha. Wow, okay. Ich glaube, das Problem ist, dass ich nicht gegen sie ankommen kann hier. Au, wow, okay. Alter Schwede. Ah, es ist übel hier. Es ist echt übel. Verwirren kann ich sie, glaube ich, auch nicht. Er ist sehr gut. Ich weiß, Mutti. Kann ja halt auch keinen Schaden machen, ne? Wie wär's somit? Ich finde das eine gute Idee. So. Ich hätte ihn übernehmen sollen. Da ist Mana. Okay. Muss ich jetzt hier hoch? Ich gehe einfach mal hier hoch. Keine Ahnung, was da unten noch alles ist, aber ich glaube nicht, dass das gesund ist. Und hier verfolgt mich gerade mal keiner. Da ist es nicht verkehrt. Das ist ein Thronsaal. Das ist ein Thron. Das ist schon mal gut. Aber gut, dass man den Teleport erst so spät kriegt, weil sonst hätte man da sehr viel Quatsch mitmachen können. Ah, was ist das? Feuerdämonen haben wir schon. Stimmt, die könnte ich eigentlich auch machen. Die habe ich komplett vergessen. Ich hätte Timid ja. Aber was habe ich jetzt für diesen Raum? Außer meine Ruhe. Aber Feuerdämonen, ne? Nein, die halten zu wenig aus. Eigentlich halten die echt zu wenig aus. Aber wie viel Mana hier eigentlich rumhängt. Oh, Mist. Ah, Gegenzauber bei ihr dann zu machen, das wäre natürlich auch ein Traum. Das wäre natürlich ein Traum. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hängt, ne? Die Madame Hekuba. Da ist er. Ich habe sie gefunden. Ich weiß halt nicht unbedingt, was denn hier quasi die Bedingung ist, dass ich denn weiterkomme. Also ich bin mir recht sicher, dass das hier nicht der finale Kampfraum ist. Glaube ich zumindest. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube zumindest. Ich habe ihr Schaden gemacht. Ich habe ihr Schaden zugefügt. Ein Traum. Ah, das ist er. Ich hab sie gefunden. Lauf weg, du Eumel. Mist. So. Puh. Lebt das Vieh noch? Das lebt noch sehr. Noch. Wer weiß, wo das hängt. Ist ja praktisch, wenn es mitteleportiert würde. Das läuft zu viel verlangt. Na komm. Ich speichere zumindest mal. Ah. Ist sie unten? Ich befürchte, sie ist da unten noch.
Nops. Ah, das ist er. Das Teleportieren wäre interessant in der Form, wenn man immer zum Gegner teleportiert würde. Ich habe die Chance gewürgt. Oh. Sie hat ordentlich Schaden bekommen. Ah, sie haut jetzt auch noch ab. Ah. Puh, Mist. Aufladung ist weg. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Okay, ist das doch der Kampfraum? Ich habe keine Ahnung. Na gut, ist die Frage, warum sollten wir woanders sein, ne? Aber ich glaube, das ist schon der richtige Raum. Warum sollten wir woanders hinkommen? Ich weiß nicht, wo der Mimik jetzt ist. Ah. Okay. Ich muss den aufladen, den Stab. Wenn ich den endverwirrt bin. Interessanter Kampf, aber ein bisschen fummelig. Ein bisschen fummelig. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr wirklich Angst haben hier. Außer, dass die Viecher ein bisschen Schaden machen. Ah, das ist er. Hallo. Haut es einfach ab. Das. Sie. Ist doch kein Gegenstand. Ein echter Mensch, den man respektieren und vernichten sollte. Weil es halt die Frage ist, ist sie ein Mensch? Ich kann das nicht immer. Oh, das wäre geil, wenn sie an den Keilen stirbt. An den Blöcken. Das wäre durchaus ein Traum. Na, wo ist sie denn? Ich müsste Fallen haben, statt dem ollen Dingens hier. Mimik. Da ist sie. Halt! Wie viel hält sie denn noch aus? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache hier gerade. Ich bin mir echt nicht sonderlich sicher. Es fühlt sich halt nicht ordentlich an, aber ey. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ob einfach immer ein Feierabend ist, oder wie ist das? Ich weiß ja nicht, ob sie sich heilt zwischendurch. Ein Zauberumkehr, sie zaubert halt so unheimlich schnell, deswegen weiß ich nicht, wie gut das funktionieren würde. Ja, teleportiere dich mal nicht weg. Ja, ist ja gut. Ich glaube, also es fühlt sich an, als ob irgendwas fehlt. Aber ich wüsste auch nicht, wie man dagegen quasi vorgehen könnte. Oder was man dagegen machen könnte. Ja. Ist mal Mimik. Hallöchen. Wo ist sie denn? Die nette Madame. Hängt sie irgendwo am Mana? Oder hängt sie jetzt oben? Hängt sie jetzt oben in dem Raum? Können wir schauen. Da ist sie. Okay, ich glaube nicht, dass sie hier hochkommt, ne? Habe ich den Eindruck? Ich habe nicht den Eindruck, dass sie hier hochkommt. Ha. Huh. Ist aber komisch, wenn man nicht so ganz schnallt, was man eigentlich genau tun soll. Das zerrt so einen epischen Kampf immer ein bisschen in die Länge. Ich wollte nicht teleportieren. Ah, Mist. Falsche Leiste unten. Gegenzauber und anderes Zeug, ne? Hab ich noch nie gekonnt. Warum dennoch würde jagen hier?
jagen, so. Wo ist sie denn? Ich möchte leben. Ich hab dir keine Hilfe mehr. Okay, warum auch immer sie mich nicht getroffen hat. Ah, es war gut. Aber wäre es schön zu wissen, ob man jetzt alles richtig macht. Ich weiß ja nicht, ob es einen Trick gibt. Ich hab's tatsächlich vergessen. Jetzt ist nur ein bisschen schnell wegteleportiert. Na komm, wo ist sie denn? Mädel. Mädel. Ach Mensch, ey, das nervt ein bisschen. Ist eine nette Idee hier, aber es nervt ein bisschen. Ich vermute mal, dass sie zumindest hier unten ist. Oder wir gehen hoch. Ah, sie ist oben. Heißt so viel wie die nächste Phase wurde eingeleitet. Scheint mir zumindest. Okay. Oder ist sie jetzt wieder unten? Nee. Da ist sie. Sie haben eine ganze Zeit lang weg, oder was? Hä? Ist sie wieder unten? Oh ne, jetzt ist sie wieder unten. Na tolle Wurst. Och Mann. Bisschen anstrengend jetzt. Warum er sie sich jetzt geheilt hat. Ha. Huh. Ah, teleportiere ich mich halt. Ah, nee, da ist er. Hallo. Na, Mutti. Ich hab doch keine Heiltränke mehr. Das ist ein bisschen blöd. Gut, in der Mitte steht einer. Vielleicht ist es doch nicht so doof. Die bewegen sich jetzt auch langsamer, ne? Kann das sein? So, wo ist sie denn? Da ist sie. Oh Mann. Sie ist viel zu schnell. Ich probiere das jetzt noch ein bisschen rum, ne? Ich hätte gerne eine Ahnung. Weil ich gleich echt meine Mimics gegen Feuerdämonen eintauschen werde. Vermute ich mal. Oder gegen irgendwas, was Fernkampf kann. Ich habe auch keine Rüstung mehr. Ey, wie ekelhaft. Da ist er. Ne, war das mein Mimic? Ha. Wie habe ich keine Aufladung mehr? Oder was? Ha, ach Mann. Das ist ein komischer Kampf. Ich befürchte, ich habe irgendwas übersehen. Ich bin ganz stark von aus gerade. Ha. Verbannen und dann hätte ich gerne vielleicht. Wäre lustig, wenn die Viecher das jetzt beseitigt hätten. Geschafft hätten. Hier. Oh, ist er zu? Nee. Wie heißen die denn? Nicht die Riesenegel. Dämonen. Bin ich doof? Hä? Feuer? Feuerdämonen. Kann ich eigentlich mal da unten reinschmeißen? Halt! Na, ist egal. Sind klein, ne? Oder?
Kann ich hier 4 Stück von haben? Ne, 2. Dann halt 2. Aber muss ich jetzt eine Faust bei ihr dann benutzen, oder wie ist das? Ich befürchte mal fast, dass die Faust vielleicht helfen könnte. Ho, 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 ho. Damit sie halt möglichst viel Schaden auf einmal kriegt. Das könnte vielleicht helfen. Faust? Das ist schon weg, Mist. Da ist meine Faust drauf. Ich bin verwirrt ein bisschen. Wahrscheinlich geht das alles viel, viel einfacher. Fürchte ich mal. Sehr wahrscheinlich geht das alles viel, viel einfacher. Ich weiß ja nicht, was ich sonst noch alles hier zerstören sollte. Was vielleicht hilfreich wäre. Jagen die bitte. Vielleicht hilft das. Hä? Tja. Ach, guck mal. Was ist denn hier los? Achso, hier war die Schriftrolle, okay. Für die Dämonen. Ich wollte gerade sagen, hey, Moment. Tja, ich weiß gerade mal nicht. Hurra! Welch aufregender Kampf. Ich möchte eigentlich auch ungern nachgucken, aber ich glaube, ich sollte das mal tun gerade. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Aber eigentlich sollte man ja schlau genug sein, da drauf zu kommen selber. Könnte man meinen. Von der Mitte aus weg teleportieren, das werde ich auch. Das haben wir auch schon mal probiert, ne? Oh. Ah! Das war die Faust. Das war letztendlich einfach die Faust. Ha. Huh. Du hast versucht, mich zu töten, aber das ist misslungen. Vielleicht willst du ja, dass ich dir zeige, wie das geht. Ziel verfehlt. Auch als Zauberer versagst du, wie ich sehe. Was soll das? Öffne die Tür. Lass mich los! Ich hatte das Ziel nicht verfehlt. Tanzen, ja toll. Nun bleib, wo du bist. Hier, das kannst du behalten. Wunderbar. Eine feine Trophäe für einen hart erkämpften Sieg. Ich werde sie in Ehren halten für den Rest meiner Wolkentage. Bring mich nach Hause, Captain. Vielleicht finden wir eine Steckdose dafür. Congratulations, Conjurer. You have defeated Hecuba. But would you have won as a wizard? Das ist eine gute Frage. Warum fragt ihr mich das? Soll ich das nochmal spielen?
Also die Endsequenz war ein bisschen albern, ne? Der Kampf zum Ende, ich glaube, sie hat sich zwischendurch einfach zu viel geheilt, deswegen ich musste ihr quasi noch mehr Schaden auf einmal machen, wodurch die Faust sehr praktisch war. Wobei dann die Frage ist, warum hat man den Stab? Wahrscheinlich einfach nur, um den Schild runterzukriegen. Und bevor sie dann genug Schaden genommen hat, hat sie sich normalerweise weggeportet. Von daher, ich glaube, das hätte sehr viel schneller gehen können. Ah gut, die Endsequenz war... die war irgendwie ein bisschen sehr unglaubwürdig. Also ob sie versehentlich dazwischen diesen, zwischen den Platten hängen würde dann. Und darin sterben würde, nicht mal durch unser Zutun. Das ist ein bisschen albern, vor allem wie auch die Oger rumgetanzt haben dann eben. Als die ganzen Keile dann durch die Gegend geflogen sind. Ist ein bisschen albern. Ah gut. Bei solchen Spielen war das auch ganz gerne mal, oder ging das in die Richtung, dass quasi die Videos gemacht wurden, bevor das überhaupt richtig abgeschlossen, oder dass das Intro gemacht wurde des Spiels, bevor das Spiel überhaupt richtig angefangen wurde. Von daher kann es manchmal sein, dass es ein bisschen abweicht von dem, was letztendlich wirklich passiert. Was sehr lustig ist. Ah gut. Nettes Spiel. Ich hätte da gerne ein Remake von. Also so ein richtig schönes und gutes und mit meinetwegen auch mit Gamepad-Steuerung. Also halt richtig, richtig funktionabel und praktisch. Das wäre mal ganz nett. Hans Sievers als Captain. Aha. 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 Gernot Endemann als Erzähler. Aha. Spannend. Ich kenne ja nicht alle von. Na gut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen hier. Für dieses Abenteuer. Namens Nox aus dem Jahr 2000. Hat Spaß gemacht, das mal wieder zu spielen. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob ich das damals... Doch, ich glaube, ich habe das mal komplett durchgespielt. Doch, bin ich mir eigentlich recht sicher. Naja, gut. Was soll ich noch mehr sagen? Es war schön, ich fand's gut. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und falls ihr wollt, spielt's selber mit den anderen Klassen durch. Es ist recht erschwinglich auf GOG und auch bei Origin zu kriegen. Von daher, macht es einfach und... Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal bei was auch immer. Schaut euch einfach auf dem Kanal ein bisschen um. Da sind ganz viele, ich glaube über 150 oder 160 Spiele mittlerweile in verschiedenen Playlists drinne, alle fast komplett oder komplett durchgespielt. Und könnt ihr euch gerne umschauen und ein bisschen Spaß noch haben mit den ganzen Videos, mit den Let's Plays hier. Von daher, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Adieu und tschüss.